Hallo, ich bin Kim von Spielwelt und heiße euch hier zum neuen Let's Play willkommen. Heute spiele ich euch This War of Mine vor, ein Anti-Kriegsspiel, möchte ich mal sagen. Das ist auch ganz treffend. Ja, und das ist die Umsetzung eines gleichnamigen Computerspiels. Ja, ich werde heute nicht das ganze Spiel vorstellen, das dauert einfach zu lange, sondern nur die ersten zwei Tage und dann bei gegebenem Zeitpunkt das Ganze fortsetzen. Das ist nämlich tatsächlich nicht so mal eben runtergespielt. Ja, dennoch sollten zwei Tage ausreichen, um einen ganz guten Eindruck von dem Spiel zu gewinnen, was da so passieren kann, was auf die Charaktere zukommt, womit die sich auseinandersetzen müssen und auch der komplette Ablauf. Also wenn man einen Tag gesehen hat, dann kennt man im Prinzip den kompletten Rundenablauf. Man weiß noch lange nicht, was einem alles passieren kann, klar, aber man weiß, welche Phasen kommen, wann macht man was und so weiter. Ja, und dann legen wir einfach mal los. Ich weiß nicht, ob ich euch bei dem Spiel viel Spaß wünschen soll, denn spaßig in dem klassischen Sinne ist es nicht, auch wenn es mir sehr gut gefällt. Aber Vergnügen auch nicht. Guckt es euch einfach an, ist gut. So, wir werden in der Totalen. Der Spielaufbau muss hier noch vollzogen werden. Erst einmal ein bisschen aufräumen hier. Ja, hier für meine drei Charaktere. Ich mische erstmal die Charaktere. So. Es werden jetzt die ersten zwei schwarzen und der erste rote gezogen. So, die erste rot umrandete Karte ist es direkt. Huhu. Es ist Boris, der Lagerarbeiter mit Stärke 2 und Empathie 5. Hat keine besonderen Fähigkeiten, außer dass er halt 6 Inventarplätze hat und besonders viel schleppen kann. Persönlichkeit, falls Boris Erschöpfung auf 2 oder 3 ist, steigt seine Traurigkeit um 1. Dann ist er auch noch abhängig, legt eine Zigarette aus dem Lager ab oder Boris Traurigkeit steigt um 1. Und falls Boris Verletzung auf Stufe 1 oder höher ist, sinkt sie um 1. Er ist also relativ zäh auch, das ist ja zumindest ein Vorteil. Ja, dann muss ich eben Boris suchen. Boris ist der mit der großen Tasche. Also die blaue Gestalt kommt schon mal hier hin. So, dann haben wir hier Quetta, die Grundschuldirektorin. Ist also ein schwarzer Charakter. Rot wird ignoriert. Rot wird ignoriert. Und wir haben Bruno, den Fernsehkoch. Okay. Rote Charaktere sind halt ein bisschen stärker als die schwarzen. Die haben halt tollere Fähigkeiten, sind schon ein bisschen erfahrener im Krieg oder sonst irgendetwas, was die eben besonders macht. Ja, dann auch nochmal hier die beiden anderen. Was hätten wir also mit der, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Sveta, die Grundschuldirektorin, hat eine Stärke von 0, Empathie von 9. Keine Fähigkeiten, ja, ihre Persönlichkeit. Falls der Hunger irgendeines Charakters auf 3 ist, steigt Quetas Traurigkeit um 1. Abhängigkeit, sie ist von Kaffee abhängig. Und aufmunternde Worte, die Traurigkeit eines Charakters eurer Wahl sinkt um 2. Und sie hat auch nur 2 Inventarplätze. Jo. Dodo ist die Grundschuldirektorin und der Fernsehkoch Bruno hat Stärke 1, Empathie 2. Voila! In der Tagesaktionsphase kann Bruno eine Aktion aufwenden, um den schwarzen Würfel zu werfen. Bei 6 bis 10 kommt ein Gemüse ins Lager. Oh, immerhin, er kann Gemüse aus dem Nichts erschaffen. Oder sagen wir mal so, er kann aus irgendwelchen Bestandteilen, die er sich da zusammenkratzt, irgendwas halbwegs Nahrhaftes zusammenzaubern. Ja, er ist auch abhängig. Eine Zigarette muss abgelegt werden. Und falls Brunos Hunger auf Stufe 2 oder 3 ist, steigt seine Traurigkeit um 1. Okay. Und falls Brunos Verletzung auf Stufe 1 oder höher ist, steigt seine Traurigkeit um 1. Okay, okay, okay. Das ist also nicht so vorteilhaft alles. Wo ist er, der Fernsehkoch? Ich muss mir noch mal kurz angucken, wie der aussieht. Den hatte ich noch nie, ehrlich gesagt, in all meinen Partien. Ja, das ist er.
Alles klar. Das sind also meine drei Charaktere, die ich dann so habe. Und die starten auch alle schon mal hungrig. Hunger von 2. Okay. Gut, ich habe hier noch Platz für einen weiteren Charakter. Na, mehr als 4 auf einmal können es nie werden. Sollte aber einer aus irgendwelchen Gründen ausfallen, dann kann ich den entsprechenden Platz mit einem neuen ersetzen. Nicht so ohne weiteres, dann muss ich natürlich erstmal einer kommen und sich der Gruppe anschließen, aber das geht dann alles so. Also, wir verteilen die Karten auf dem Spielplan. So, haben wir jetzt Großen und Ganzen schon gemacht. Also, ich mische erstmal jetzt hier die Stapel am Rande. Die Farbkarten, die sind eigentlich nur dafür da, um irgendwelche Zufallssachen zu bestimmen. Erzählaktionen sind halt starke Bonuskarten. Wenn man halt einen Tag überstanden hat, dann kriegt man eben eine. Also man zieht 2 und darf sich eine aussuchen. Die Schicksalskarten kommen auch am Ende der Tage zum Tragen. Die müssen nicht gemischt werden, denn das kann ich mir so einfach aussuchen. Die Charaktere habe ich jetzt eben schon gemischt. Die Besucherkarten. Also Leute, die halt im Haus vorbeikommen, mal Hallo sagen, wollen euch ausrauben oder wir wollen euch was anbieten. Nein, in der Regel sind die schon positiv. Die Ziele muss ich nicht mischen, sorry. Die Ziele kommen wir später zu. Ja, wenn wir jetzt bei dem Stapel sind, dann können wir das direkt machen. Die 3 Endereignisse werden erstmal gemischt. So, dann kommt darauf Kapitel 3. So, dann kommen darauf ganz normale Ereignisse, und zwar 4 an der Zahl, zufällig gezogen. Dann kommt darauf Karte 2, dann kommen da 3 nochmal drauf, darauf kommt Karte 1 und das ist halt mein Stapel, den muss ich durcharbeiten. Das sind sozusagen die Runden, die gespielt werden müssen. So, dann mische ich die Ortskarten noch und lege dann auch direkt 3 Orte aus. Das ist also hier nah, entfernt und weit entfernt. So, nah haben wir das Stadtkrankenhaus. Oh, da kann man halt handeln oder sich heilen. Das ist nett. Das ist eine coole Sache. Ich hoffe, der bleibt länger liegen. So, dann die Altstadt. Ja, da kann man auch handeln oder man kann soziale Kontakte pflegen. Wie das alles so funktioniert, kommen wir dann später zu. Und zu guter Letzt ein ruhiges Haus. Ja, kann man so ein paar Sachen finden. Wie gesagt, dazu kommen wir dann später. So, wenn wir dann reihum gehen, wird natürlich das hier auch nochmal kurz durchgemischt. Weil diese Stapel ohnehin im Spiel ständig gemischt werden. So, bei Begegnungen wurden vorher Karten rausgenommen, 4 Stück. Die werden halt, sind besonders gekennzeichnet. Das sind sehr fiese Sachen. Die kommen erst nach und nach ins Spiel. Fundsachen sind hier Sachen, die man eben finden kann. Nächtliche Überfälle sind 5 Karten draußen. Da steht halt drauf, wer dann so des Nachts mal vorbeischaut. Der freundliche Bandit von nebenan. Ja, jetzt sind hier noch die Karten. So, und das heißt, ich verteile jetzt einfach mal Mobiliar auf Mobiliar. So, und dann gehe ich halt hier so durch. Hier ist die nächste Mobiliarkarte. Eine verschlossene Tür ist hier, eine verschlossene Tür ist hier. Schutt ist hier, Schutt ist hier. Mobiliar finden wir wieder hier. Kram finden wir hier. Schutt, Schutt. Das Gitter gibt es nur einmal. Mobiliar war dann hier noch. Mobiliar gibt es da. Kram, verschlossene Tür, Schutt, Kram, Kram, Schutt. Ja, das ist ja sozusagen mein Unterschlupf, das Haus. Und das muss ich so nach und nach alles freiräumen und kann dann in diesem ganzen Gerümpel auch noch ein paar brauchbare Sachen finden und das dann halt zu meinem Zuhause ausbauen. Ja, das war's dann soweit, ne? Dann kann's ja losgehen. Ein neuer Tag bricht an. Morgen.
zieht die oberste Karte des Ereignisstapels und handelt sie ab. Gut, das wäre die Kapitel 1 Karte und die besagt Kapitel 1. Als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten die meisten, in ein paar Wochen wäre alles vorbei. Mittlerweile ist es ein Jahr her, seit das Militär die Rebellen in der Hauptstadt eingekesselt und alle Versorgungswege abgeschnitten hat. Die Zivilbevölkerung leidet unter Hunger, Krankheit und der ständigen Gefahr durch Feuergefechte. Jeden Tag geht das verzweifelte Hoffen auf ein baldiges Ende dieses entsetzlichen Krieges weiter. Ja, bestimmt die Ziele für alle drei Kapitel der Kampagne. Okay, sucht eine Karte finales Ziel. Das haben wir hier. Die ist also immer da. Das letzte finale Ziel heißt Überleben. Wer hätte es gedacht? Mindestens ein Startcharakter muss bis zum Ende der Kampagne überleben und seine Statusmarker bis auf Erschöpfung dürfen am Ende maximal auf Stufe 2 sein. So. Dann werden noch zwei Karten gezogen. Also zum einen hätten wir Gemüse für Flüchtlinge sammeln. Das können jederzeit beliebig viel Gemüse ablegen, ohne dessen Effekt abzuhandeln. Pro abgelegten Gemüse rückt der Zielmarker um 1 weiter. Belohnung, Hilfe, entfernt 2 Karten Schutt oder Schuttreste. Sanktion, sinkende Moral, die Traurigkeit aller Charaktere steigt um 2. Okay. Die nächste Karte wäre hier. Oh, Entwaffnung durchs Militär. Legt eine funktionstüchtige Schusswaffe aus dem Lager ab. Belohnung, Frieden, in der nächsten Phase nächtlicher Überfall müsst ihr keine Karte für nächtliche Überfälle ziehen. Sanktion, Gewalt, verteilt 3 Verletzungsstufen auf die Charaktere. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Schusswaffen bekommt man eben nicht so leicht. Und wenn man die dann auch noch abgeben muss, nachdem man sie sich hart erkämpft hat, naja, übel. Aber wir haben jetzt erstmal hier den Statusmarker, der ist auf 0. Und sobald wir eine Waffe abgeben, ist er auf 1. Ja, am Ende des Kapitels werden die Belohnungen oder Sanktionen entsprechend abgehandelt und das war's dann. So. Nächster Spieler wäre dran. Das heißt, dieses Buch, das Tagebuch, gibt halt immer den Entscheider an, der das alles hier bestimmen darf. Und immer wenn so ein Pfeil hier beim Vorlesen kommt, dann ist die nächste Aktion dran. Jetzt wären wir also bei der nächsten Phase. Ein neuer Tag beginnt. Aufgrund der anhaltenden Gefechte und der Gefahr durch Scharfschützen wagen wir es nicht, um die Sicherheit unseres Unterschlupfs zu verlassen. Trotzdem gibt es eine Menge zu tun, wenn wir uns diesem Haus eine Art Zuhause mit Betten, einem Herd, vielleicht sogar einem Radio machen wollen. Doch zuerst müssen wir etwas Platz schaffen. Hoffentlich finden wir etwas Nützliches unter dem Schutt. Tagesaktionen. Ja, die Aktionen. Jeder Charakter hat jetzt also 3 Aktionen, dargestellt hier durch diese 3 Punkte, und wenn ein Punkt eben so schwarz ausgemalt ist, steht diese Aktion nicht zur Verfügung. Also hat jetzt jeder Charakter 2 Aktionen, weil die halt durch Hunger so entkräftet sind. Gut, das heißt frisch ans Werk. Ja, die können im Prinzip jetzt erstmal vor die Tür gehen. Ist nicht so empfehlenswert, denn dann ist immer die Gefahr, sich eine Kugel einzufangen, um dann eine Besucherkarte zu ziehen. Das kann entweder ein Charakter sein, der vorbeikommt und sich eventuell dann der Gruppe anschließen möchte. Das können aber auch einfach die Nachbarn sein, die dann, was weiß ich, zu einem Plausch vorbeikommen oder sonst was. Ja, ansonsten kann man alle Karten sozusagen aktivieren, die man hier auf normalem Wege erreichen kann. Also man kann geradeaus zu dem Schutt gehen, man kann hier die Leiter runter und stöbern. Oder dann eben das Gitter durchsägen, sobald man eine Säge hat. Und hier die Leiter hochklettern, um hier den Schutt wegzuräumen. Oder die verschlossene Tür zu öffnen. Oder sie hier im Kram rumzuwühlen. Der Kram ist natürlich erstmal lukrativ. Das heißt, den werden wir als erstes in Angriff nehmen. Einer wird hier den Kram durchsuchen. Einer geht mal stöbern. Dann habe ich das auch gezeigt. Und einer schnappt sich die Schaufel und räumt den Schutt weg. Ja, und hier ist es tatsächlich so, dass die Schaufel auch wirklich einem Charakter zugewiesen werden muss. Und wenn der die hat, kann kein anderer die gleichzeitig benutzen. Das ist eben so. Ja, soweit so gut. Das waren also die erste Aktion. Also alle machen immer erst gleichzeitig ihre erste Aktion, dann alle gleichzeitig ihre zweite und so weiter. Ja, dann fangen wir doch mal hier an. Was findet die denn im Kram? Die findet im Kram... Oh... 5 Bestandteile und 5 Holz. Das ist eine ganze Menge, aber da gibt es Besseres. Aber Kram ist ohnehin nicht so wertvoll. So.
Ich lege jetzt hier 5 hin und hier auch 5 hin. Denn alles, was hier in diesem Feld liegt, zählt fünffach. Na, dann kann man so ein bisschen mit weniger Markern auskommen einfach. So, Schutt wird weggeräumt. Das Schaufel kommt wieder ins Inventar. Und dann wird das einfach umgedreht und aus Schutt sind Schuttreste geworden. Die muss man eben nochmal wegräumen, bevor man das Feld dann auch passieren kann, um an das wertvolle Mobiliar dahinter zu gelangen. So. Ja, und Schwetter, wie auch immer der Name ausgesprochen wird, die stöbert hier. Das heißt, die würfelt einfach mit dem W10. Wow. Und hat eine 3 gewürfelt. Eine 3 heißt, die findet eine Sache. Entweder ein Bestandteil oder ein Holz. Ja gut, ich nehme jetzt mal ein Holz. Das hat sie da gefunden. Ist halt eine geringe Ausbeute. Das kann bis maximal 4 hochgehen. Bei 9 bis 10. Und man kann sich das auch frei aussuchen, wie die Verteilung da ist. Also, wenn man 4 findet, kann man auch 3 Bestandteile und ein Holz nehmen. Oder was auch immer. 2, 2, wie man da gerade Bedarf hat. Gut, das war die erste Aktion. Ne? Dann würde jetzt der nächste Spieler dran sein und bestimmen, wie die zweite Aktion ist. Ja, und die ist ganz ähnlich wie die erste, sage ich mal. Da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel zu machen. Also einer geht hier hin und durchsucht den Kram. Einer geht hier runter und stöbert im Schutt rum. Und einer macht hier mal frei, dass wir nachher in der nächsten Runde ans Mobiliar gelangen. Und das war's dann auch soweit. Gut, dann wird der Kram durchsucht. Oh, was finden wir? Ein elektrisches Teil, ein Wasser und 3 Bestandteile. Das ist gut. Ein Wasser, ein elektrisches Teil, das hat so ein Marker, ein Wasser, 3 Bestandteile. So, die ganzen Marker sind auch im Prinzip endlich. Das heißt, wenn keiner mehr da ist, dann kann man auch keinen mehr nehmen. So. Hier mit der Schaufel wird dann jetzt mal etwas Schutt beseitigt. Also Schuttreste kommen also raus und der Weg ist frei. Und ich habe natürlich einen Platz geschaffen, um Sachen dahin zu bauen. Und das sind eben diese Konstruktionskarten. Die kann man dann hier errichten. Ja, gucken wir mal, was die jetzt, die mehr Glück hat. Mit einer 7 hat sie deutlich mehr gefunden. Bei einer 7 oder 8 findet man 3 Sachen. Da Holz immer so ein bisschen wichtiger ist als Bestandteile. Nicht wichtiger, aber man braucht mehr davon. Zack, zack, 2 Holz, 1 Bestandteil, dann war es das auch. Und dann sind die Tagesaktionen schon vorbei. Ne? So schnell kann ein Arbeitstag vorüber sein. So. So, und ihr seht, ich habe mittlerweile so ein bisschen was an Kram zusammen. Also ganz viel. Ich habe ja sogar noch was im Lager mal 5. Aber ihr könnt hier sehen, erst einmal diese Marker haben dann auch so Zeichen drauf. Erstmal diese, ja, Kettlebell, ne, ist halt so ein Gewichtszeichen. Das verbraucht halt einen Inventarplatz, wenn man das irgendwo mitnehmen will. Und diese gelbe Zahl oder gelb hinterlegte Zahl ist eben der Wert der entsprechenden Sache, wenn man das eintauscht. Ne, also ein elektrisches Teil ist 3 Wert und so ein Essen gleich 10. Ein Dietrich ist 5 Wert, hat aber auch gar kein Gewicht. Und so eine Schaufel hier, ja, ein Gewicht und ist eben dann auch 8 wert, war das, ne? Oder was war das? Ne, 6, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ansonsten verbrauchen alle Marker oder ja, Ressourcen, diese Plastikdinger, sind alle Gewicht 1 und Wert 0. Die sind halt unendlich sozusagen draußen verfügbar und deswegen kann man die auch nicht großartig ertauschen oder so. Ja, dann wollen wir mal schauen, was wir aus dem Zeug dann noch alles rausholen können. Die Sonne versinkt hinter dem Horizont. Schatten und Finsternis übernehmen die Herrschaft über die Stadt und machen es etwas sicherer auf den Straßen. Doch bevor wir losziehen, müssen wir erst wieder zu Kräften kommen. Sonnenuntergang. Durst. Ja, jeder Charakter hat Durst und sollte ein Wasser trinken. Und glücklicherweise ist auch für jeden ein Wasser da. Ansonsten müsste man würfeln. Mit dem W10, bei einer 1 bis 5 steigt der Hunger um 1 und bei 6 bis 10 die Traurigkeit. So. Ja, und jetzt haben die auch alle Hunger. Ja, und das heißt, dass sie sich nicht erlauben können, jetzt noch mehr Hunger zu bekommen, isst jeder hier einmal rohes Essen. Ja, praktischerweise für jeden eins da. Und das bewirkt, dass der Hunger jedes Charakters um 1 sinkt.
Und bei Hunger 1 haben die dann auch sogar alle drei Aktionen zur Verfügung. Ja, und das war auch schon die Sonnenuntergangsphase. Würden die nichts essen, dann wird der Hunger eben um 1 steigen, klar. Vor Einbruch der Dunkelheit müssen wir uns entscheiden, wer im Unterschlupf bleibt, um sich auszuruhen oder Wache zu stehen, und wer nach draußen in die zerbombte Stadt geht. Wir können nur hoffen, dass es uns gelingt, etwas Essen, Medikamente und ein paar andere nützliche Dinge aufzutreiben. Ja, der Abend. Jedem Charakter wird jetzt eine von 4 Aufgaben zugeteilt. Entweder im Bett schlafen, was entfällt, weil ich kein Bett habe, also noch kein Bett habe. Das hätte ich bauen können. Es liegt hier sogar schon. Das würde 3 Bestandteile, 4 Holz kosten. Ja, habe ich aber aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. War vielleicht dumm, aber mal schauen. Vielleicht hole ich das noch nach. Ja, dann... auf dem Boden schlafen kann man immer, dann sinkt die Erschöpfung des Charakters um 2, aber die haben ja noch gar keine Erschöpfung. Das heißt, ein Charakter wird Wache stehen und der Rest geht raus zum Plündern. Ja, auf jeden Fall geht Boris raus zum Plündern, weil er 6 Sachen tragen kann. Und ja, das ist eine ganze Menge. Und dann, ja, komm, geht die noch raus? Beziehungsweise nein, der geht raus. So. Ganz einfach, weil der eben auch 3 tragen kann und die eben nur 2. Ja, das, die hat zwar auch nur eine Stärke 0, aber ohne Waffe macht die Stärke ohnehin nicht so viel aus. Ja, da muss man einfach gucken, was da kommt. So, da alle Charaktere, die eben jetzt hier nicht schlafen, die bekommen Erschöpfung. Und das heißt, die haben wiederum eine Aktion weniger. Weil bei allen die Erschöpfung um 1 steigt. Auf 1. So. Bei Nacht ist es etwas sicherer auf den Straßen. Man hört zwar immer wieder Gewehrfeuer, aber nur sporadisch. Also zurren wir unsere Rucksäcke fest und verlassen den Unterschlupf. Vorsichtig schleichen wir durch die zerstörten Läden und Wohnhäuser entlang der zerbombten Straßen. Plündern. Ja, erstmal Ort wählen und Ausrüstung wählen. Die können sich jetzt also entscheiden, je nachdem welchen Ort die aussuchen, auch was die an Ausrüstung mitnehmen wollen. Denn man kann ja bei einigen Orten, wie schon mal erwähnt, handeln. Ja, und dazu müsste ich erstmal Kram haben, den ich eintauschen könnte. Ich habe doch nicht sonderlich viel Wertvolles, also bringt mir Handeln jetzt noch nicht wirklich was. Ja. Mal kurz gucken. Ja, auch wenn es ein gewisses Risiko ist, gehe ich mal in die Altstadt. Das ist eine freie Fläche. Das kann manchmal übel sein. Aber es ist der gute Kompromiss jetzt hier sozusagen, das ist halt noch relativ nah. Das heißt, ich kriege 12 Karten. Und habe noch die Chance, da was zu finden. So, erstmal, weil es hier eben... Also erstmal wird immer gemischt, bevor man das sieht. Habe ich mir so angewöhnt. Auch wenn ich den jetzt schon zu Beginn des Spiels mal gemischt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Denn diese Karten kommen jede Runde dann halt immer auf den Unbekannt-Stapel. Der Rest bleibt hier und dann sind das sozusagen meine Suchaktionen. So, jetzt habe ich erstmal hier die Möglichkeit, ganz viele andere Dinge zu tun. Zum einen kann ich 2 Erkundungskarten ablegen, um mich an dem Ort genauer umzusehen. Dann gucke ich halt an einem speziellen Punkt im Skript hier nach. Es gibt ja dieses Skriptbuch mit ganz vielen Abschnitten. Es wäre in diesem Fall 829. So, dann könnte ich 6 Erkundungskarten ablegen, um zu handeln. Oder 3 Erkundungskarten zurücklegen, um soziale Kontakte zu pflegen. Ja, das mit den sozialen Kontakten, das spare ich mir mal vielleicht auf, wenn ich am Ende noch was übrig habe an Erkundungskarten und eh nichts Sinnvolles mehr machen kann oder so. Handeln, ja, ich habe wie gesagt nichts zum Handeln da. Die Schaufel, die kostet ja einen Inventarplatz schon mal. Die habe ich aus 2 Gründen dabei. Zum einen möchte ich nicht, dass die geklaut wird. Deswegen nehme ich auch den Dietrich mit. So, der verbraucht ja keinen Platz im Inventar, ne? Und dann kann ich mal schauen...
Aber die Schaufel kann man hier auch eventuell, weil da Schutt auf der Karte steht, benutzen, um da sich den Weg frei zu räumen. Ja, das heißt, jetzt würde das Plündern losgehen. Der Leermarker ist dann immer beim Start der Plünderphase auf 1. Ja, und dann wird der erste Spieler oder der nächste Spieler eine Karte ziehen und geht dann immer pro Spieler eine Karte abhandeln. So, jetzt fängt es an mit einer Tür. Ich kann durch Schlüsselloch spielen, legt eine Erkundungskarte zurück, um euch die oberste Karte des Unbekannt-Stapels anzusehen oder reingehen, erhöht den Lärm um 1 oder legt eine Lärmprobe ab. Ja, in dem Fall gehe ich einfach so rein, denn bei Lärm 1 kann ja noch nicht so wahnsinnig viel passieren. Na, ich habe eine 6 gewürfelt, alles klar. Und dann zieht der nächste Charakter einfach die nächste Karte. Okay, eine Plankarte. Überprüft, ob auf der aktuellen Ortskarte das Stichwort Schutz steht. Das steht da. Wenn ja, könnt ihr diese Karte sofort abhandeln oder sie in den Erkundungsbereich legen und später abhandeln, statt einer neuen Karte vom unbekannten Stapel zu ziehen. So. Schutt wegschaufeln. Erfordert eine Schaufel. Haben wir dabei. Legt eine Erkundungskarte zurück, erhöht den Lärm um 1 und lebt eine Lärmprobe ab. Und nach dem Wegschaufeln legt 5 Karten von Erkundungsstapel auf den Unbekanntstapel, zieht 2 Fundsachenkarten und handelt sie ab, Fundstelle Kram. Okay, das heißt, erstmal legen wir eine Erkundungskarte zurück und erhöhen den Lärm um 1 und legen eine Lärmprobe ab. Eine 8, sieht man das? Nicht wirklich, aber egal. Es ist eine 8. So, das heißt, dann nach dem Wegschauen 5 Karten vom Erkundungsstapel auf den Unbekanntstapel. Und wir ziehen 2 Fundsachen Kram. Einmal Fundsache, zweimal Fundsache. So, wir bekommen ein elektrisches Teil, ein Filter und eine Patrone. Und einmal würfeln. Ein elektrisches Teil, einen Filter und eine Patrone. Patrone heißt in dem Fall auch Patronenhülse. Das heißt, die ist noch nicht voll. Damit kann man noch nichts anfangen. So, und einmal würfeln. Eine 6 würde an dem Ort bedeuten 5 bis 6 eine Chemikalie. So, wir finden dann hier ein mechanisches Teil und eine Chemikalie. Wunderbar, ein mechanisches Teil habe ich nämlich gesucht. Und würfeln hier auch natürlich einmal. 7 heißt hier einmal Schnaps. Eine Flasche Schnaps. So, die Karten werden wieder zurückgemischt. Ja, das hat sich ja gelohnt da. Ja, wir haben uns jetzt sozusagen neue Möglichkeiten freigeschaufelt und können weitersuchen. Wir können auch beliebig viel erstmal hier an Tragzeug, also an Kragekapazität anhäufen. Das ist dann nur entscheidend später, wenn wir das zurück zum Lager bringen wollen, dann können wir eben nur so viel mitnehmen, wie wir eben auch tragen können. Aber dann können wir erstmal sammeln und uns dann entscheiden, was wir denn davon mitnehmen. Ja, dann die nächste Karte. Und die sagt, ich glaube, ich habe was gesehen. Legt beliebig viele Erkundungskarten zurück und werft den schwarzen Würfel. Addiert die Zahl der zurückgelegten Karten auf das Würfelergebnis. Bei 1 bis 5 müsst ihr eine Begegnungskarte abhandeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind die 5 Karten, die wir eben gewonnen haben. Damit kann ich mir das Würfeln sparen, denn ne,
Ich werde ja auf jeden Fall eine 6 erzielen, wenn ich 5 Karten ablege. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie in Deckung gegangen, haben erstmal ein bisschen gelauert, ob da was ist. Hörst du was? Nein. Und irgendwann trauen wir uns dann weiter, haben aber sehr viel Zeit verloren. Ja, und es geht weiter. Es geht weiter. Da ist jemand. Doch, erhöht den Lärm um 3. Jetzt wird's doch so langsam ein bisschen brenzlig. Ja, der nächste. Guckt mal, was er dann hier kriegt. Ihr könnt diese Karte ignorieren oder die Speisekammer durchsuchen. Legt 2 Erkundungskarten zurück oder erhöht den Lärm um 1 und legt eine Lärmprobe ab. Ja, eine Karte vom Fundsachenstapel zu ziehen und abzuhandeln. Fundsache Speisekammer. Ja, dann legen wir doch 2 Erkundungskarten zurück. Ziehen eine Fundsachenkarte und wir haben einen Realitätsschock. Verdammt. Etwas Unerwartetes ist passiert. Zieht eine Karte vom Farbstapel, um die Farbe des Skripts zu bestimmen. Blau. Seht dann auf der aktuellen Ortskarte unter seltener Fund nach, welche Nummer zu der gezogenen Farbe gehört. Müssen wir also hier bei Altstadt gucken, was bei seltener Fund steht. Das ist die 344. Sucht diese Nummer im Skript heraus und handelt den zugehörigen Text ab. Auf dem Tisch liegen eine Kamera und ein paar Filmrollen neben einem leeren Aschenbecher, einer Tasse mit Kaffeeflecken und einer alten Zeitung aus der Vorkriegszeit. Ein Teil des Films ist noch unbenutzt, ein anderer wurde belichtet. Legt ein mechanisches Teil auf das Feld gefundene Sachen. Oh. Nebenan stoßen wir auf ein voll ausgestattetes Fotolabor. Entwickelte Bilder hängen an einer Wäscheleine und zeigen eine vom Krieg unberührte Stadt. Strahlend schön und etwas verschlafen mutete sie an. Die Bilder wurden im Hochsommer aufgenommen, als die Leute abends durch die Altstadt und am Fluss entlang flanierten. Auf den Straßen herrschte reger Betrieb. Kinder essen Eis und haben bunte Luftballons in den Händen. Daneben sehen wir Porträtfotos. 2 alte Männer, die unter einem Baum Schach spielen. Eine atemberaubende Blondine in einem geblümten Kleid. Einige junge Männer mit einem Baby auf dem Arm. Ob diese Leute wohl noch leben? Wir schauen uns weiter um. Zieht eine Karte vom Fundsachenstapel und handelt sie ab. Fundstelle Mobiliar. Zurück zum Spiel. So. Die kommt jetzt hier drunter, dass das nicht nochmal ausgelöst werden kann. Und wird dann zurückgemischt bei den Fundsachen, sobald das hier der Ort Altstadt entfernt wird. Jetzt haben wir das Mobiliar. Wir finden ein Kraut, ein Waffenteil, ein mechanisches Teil. Ein Kraut. Ein Waffenteil. Überhaupt noch nicht, ja, da müssen wir eigentlich noch haben. Ein mechanisches Teil. Und wir würfeln einmal noch für den Ort. Und zwar mit einer 9 finden wir sogar Gemüse. Was zu essen. So, das wird in den Stapel zurückgemischt. Und ich denke mal, dann ist unsere Suchaktion auch beendet. So, wir können jetzt hier noch soziale Kontakte pflegen und 3 Karten abschmeißen. Dann kommen wir zu 689 im Skript. Schauen wir mal, was da so passiert. Das war ja. 6, 8, 9. Okay. Von weitem wirkt die Altstadt wie eine Insel der Normalität inmitten eines Ozeans des Wahnsinns. Doch der Schein trügt. Aus der Nähe sieht man, dass Menschen geliebte Familienerbstücke verkaufen, während nebenan Plünderer ihr Diebesgut verhökern. Teilweise ist es nur Schrott.
Dennoch erinnert uns die Szenerie an die Zeit vor dem Krieg, als der Marktplatz ein pulsierendes Zentrum des Handels mit lokalen Gütern war. Entscheidet, wie ihr die Zeit verbringen wollt. Also, wir holen uns den neuesten Klatsch und Tratsch. Mal sehen, ob wir etwas von den Spenden für Kriegsopfer abstauben können. Wir suchen nach ärztlicher Hilfe. Vielleicht gibt es hier einen Doktor. Wir heuern Leute an, die uns beim Transport unserer Sachen in den Unterschlupf helfen. Oder wir lassen uns als Helfer anheuern. Und wir könnten sogar noch 3 Karten opfern, die wir nicht haben, um noch eine Option da zu wählen. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Hey, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Wir könnten... ärztliche Hilfe brauchen wir nicht. Spenden für Kriegsopfer abstauben wollen wir nicht. Vielleicht heuern wir Leute an. Wir heuern Leute an, die uns helfen, das Zeug ins Lager zu schleppen. Okay, hier findet man immer Hilfe, wenn man ein paar Essensreste erübrigen kann. Nachdem einige Worte gewechselt sind und die Bezahlung übergeben ist, nickt der magere Schatten. Er ist einverstanden damit, etwas zu unserem Unterschlupf zu tragen. Legt Marker im Gesamtwert von 5 oder mehr vom Feld gefundene Sachen ab, um im Schritt Sachen wählen, 3 zusätzliche Inventarplätze zu erhalten und zurück zum Spiel. Jawohl. 5. So, jetzt ist hier immer noch so die Sache, was wir ablegen. Ich würde mal sagen, das Waffenteil legen wir ab, ein mechanisches Teil legen wir ab. Da haben wir nämlich jetzt schon 3. 2, 2, dann noch 1. Ja. Da würde ich mal sagen, die Patrone. Das ist also der Wert von 5. Das ist die Bezahlung für den Träger. Und dann lassen wir das auch mit weiterem Plündern hier. Das geht also alles weg. Wir machen uns auf den Rückweg. So. Das kommt also fort. Jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plätze, der kann 6 tragen, der kann 3 tragen und wir haben sogar noch 3 übrig. So. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich das jetzt gemacht habe, man kann nämlich jetzt noch Sachen auffüllen mit einfachen Ressourcen. Wasser, Holz. Also das heißt erstmal 3 Wasser. Auf jeden Fall. Die brauchen wir ja, um den nächsten Tag Wasser zu haben. So, 1. Jetzt können wir sogar noch 3-mal Wasser zur Not nehmen. Ja. Ich nehme mal 2, ein Wasser mehr. Und dann tausche ich hier mal 5 Holz ein. Boah. Ne? 5 Holz sind hier, damit ich wieder was habe. Und dann kommen nämlich noch 2 Holz dazu. Okay, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So sieht's aus. Ja, das ist also meine gesamte Ausbeute dieser einzelnen Plünderaktion. Ja, eine ganze Menge, wenn man so will. Das tragen die jetzt alles zurück zum Lager. Inzwischen im Unterschlupf. Jemand hat es auf eure Sachen abgesehen. Nächtlicher Überfall. Ja, das heißt jetzt... ganz klar, die oberste Karte wird gezogen. Wo? Und es sind Hungerleidende, die Schaden 4 machen, beliebige Marker, Ressourcen, aber grüne Marker zuerst und die eine Verletzung verursachen. Ja. Gut, dann muss jetzt diese Person mit dem grauen Würfel würfeln, weil sie eben mit Fäusten nur kämpft. Hat nichts gewürfelt. Das heißt, ist jetzt natürlich schlecht. Sie bekommt Verletzung 1.
Und der Schaden ist vielleicht etwas irreführend, das ist ja sozusagen das, was wir an Ressourcen verlieren. Ja, und das, da wir keine grünen Marker haben, kann ich jetzt ganz beliebig 4 Marker raushauen. Dann nehme ich mal ein Holz. Bei 2 Holz kriegen wir da rein. Was kostet das? 4 Holz. Das andere kostet, meine ich, 5 Holz. Ne, 3 Holz sogar nur. Ne? 1, 2, dann 3 und. Da brauchen wir ein elektrisches Teil. Ne, ein elektrisches Teil ist für eventuell was wert. Deswegen zack. So. Das habe ich jetzt also verloren und damit ist für sie auch schon hier der Anfang vom Ende besiegelt, wenn sie jetzt verletzt ist und leider gar nichts hat, um diese Verletzung zu behandeln. Na gut, vielleicht können wir beim nächsten, also wenn das Krankenhaus gleich noch steht, da mal vorbei und die behandeln lassen. Das wäre eventuell angebracht. So. Ja, die hätten wir eine Waffe im Lager gehabt, dann hätte ich die jetzt noch dem Wächter in die Hand drücken können, aber gibt's ja nicht. So. Vernagelt haben wir auch noch nichts, das geht nicht. So, jetzt gibt es den Ausbruch von Kriminalität. Diese Karten wurden ja am Anfang beiseite gelegt. Jetzt nehme ich davon 2 und mische sie in die entsprechenden Stapel. Und ich nehme hier erstmal 2 Begegnungen am Anfang. Denn diese Karten sind ein bisschen stärker als die, die zu Beginn drin sind. Und das heißt, nächtliche Überfälle kriege ich ja auf jeden Fall jede Runde ein. Begegnungen kann ich ja mit ein bisschen Geschick umgehen. Deswegen nehme ich die zuerst, damit die nächtlichen Überfälle möglichst lange noch moderat bleiben. Ja, dann war es das auch. Ein weiterer Tag, ein weiterer Kampf ums Überleben beginnt. Wir dürfen nicht aufgeben. Sonnenaufgang. Der Plündertrupp kehrt zurück. Ja. Hier rein, Jung. Los. Tu was für dein Geld. Bring die Sachen hier ins Lager. Oh Mann. Ja, auch wenn es hier ein Mangelspiel ist, man kommt nicht umhin, sich mit, also zwischendurch so ein bisschen reich zu fühlen bei dem ganzen Zeug, was man dann hier zusammengeklaubt hat. Wenn man mit der Hälfte nichts anfangen kann, ist es doch schön, es zu haben. So. So, hier, nimm deine Patronenhülse und verzieh dich. So, Medikamente und Bandagen können wir jetzt zuteilen. Haben wir nicht. Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Ja, damit wird jetzt eine Schicksalskarte gezogen. Hier. Und die sagt: Bei allen Charakteren mit Krankheit, denen keine Medikamente oder Kräutermedizin zugeteilt wurden, steigt die Krankheit um 1. Krank sind wir nicht. Bei allen Charakteren, denen Bandagen zugeteilt wurden, sinkt die Verletzung um 1. Auch nicht. Legt alle Bandagen von den Charakteren ab. Falls das Ergebnis von Kältemarkern minus Brettermarkern 1 oder mehr ist, steigt die Krankheit eines Charakters eurer Wahl um 1. Auch nicht. Der nächstgelegene kleine Ort wird ausgetauscht. Klein. Das ist der nächstgelegene kleine Ort, denn die anderen sind nicht klein. Das heißt, er kommt raus aus dem Spiel. Stattdessen gibt es einen neuen. Und zwar das Hotel. Ja. Kann man sich eventuell so erklären, dass solche Orte dann eventuell zerstört werden in der Nacht oder niedergebrannt, ausgeraubt. Ja, oder die Charaktere haben einfach auf ihrem Weg durch die Stadt einen anderen Ort entdeckt, den die viel interessanter finden und dafür einen anderen sozusagen geistig schon mal abgehakt. Ja, alle Abwartenmarker werden abgehandelt und anschließend abgelegt. Die Persönlichkeit C aller Charaktere wird abgehandelt. Okay. So, da ich die nicht auswendig kenne, muss ich da echt nochmal gucken. Bei dem war das hier mit der Verletzung, ne? Wenn die auf 1 ist, wird die um 1 sinken. Passt nicht. So, die Traurigkeit eines Charakters eurer Wahl sinkt um 1. Und hier, falls Brunos Verletzung auf 1 oder höher, steigt seine Traurigkeit um 1. So, passiert alles nichts. Der ist nicht verletzt, die sind nicht traurig. Der ist auch nicht verletzt, da passiert also alles nichts. Und dann wird das hier zurückgemischt. Und den
Der Teil da unten mit dem Würfel auf der Karte, der ist übrigens jetzt für diese Phase total unerheblich. Das kann man im Kampf ziehen, diese Karten. Bei gewissen Symbolen, die man würfelt, um dann eben nochmal auf das Glück ankommen zu lassen. So. Die Farbkarte kann ich eigentlich auch wieder reinmischen. So, dann eine Erzählaktionskarte ziehen, beziehungsweise zwei ziehen und eine auswählen. So. Wir ziehen also zwei. Und das wäre. Das war knapp. Spielt diese Karte im Kampf, um alle Verletzungen, die durch einen Würfelwurf zugefügt wurden, zu ignorieren. Oder spielt diese Karte in der nächtlichen Überfallphase, um alle Verletzungen, die durch eine Karte für nächtliche Überfälle zugefügt wurden, zu ignorieren. Und Handwerker spielt diese Karte jederzeit, ersetzt einen beschädigten Gegenstand durch den entsprechenden funktionstüchtigen Gegenstand, ohne Marke oder Ressourcen dafür auszugeben. Ja, das ist jetzt natürlich doppelt schwer. Normalerweise finde ich den Handwerker gar nicht so gut. Aber ich habe jetzt hier das Ziel, eine Waffe abzugeben. Und eine kaputte Waffe zu finden, ist gar nicht mal so schwierig wie eine funktionstüchtige. Und ohne wirklich ausgebaute Werkstatt kann ich daraus auch so schnell keine funktionstüchtige machen. Das heißt, auch wenn ich sonst in allen Fällen das war knapp wählen würde, nehme ich hier jetzt ausnahmsweise den Handwerker und die kommt zurück. Die wird in den Stapel zurückgemischt, auf dass sie mir später nochmal gute Dienste leisten möge. So. Ja, jetzt könnte man noch Alkohol trinken. Ich habe ja sogar welchen, um die Traurigkeit zu senken. Hat aber dann auch den Effekt, dass die Müdigkeit oder Erschöpfung steigt. Bringt also nicht wirklich was. Ne? Und sollte jetzt im Verlauf des Tages jemand gestorben sein, dann würde man jetzt nochmal eine Empathieprobe machen, ob dem Charakter das nahe geht. Dann wird die Traurigkeit auch um 2 steigen. Es ist aber keiner gestorben. Das hier kann übrigens wieder auf 1 runtergesetzt werden. Ja, und jetzt lassen wir den vergangenen Tag Revue passieren. Wie haben wir uns geschlagen? So lala, würde ich sagen. Was wollen wir als nächstes tun? Eine Werkstatt bauen. Was müssen wir dringend plündern oder kaufen? Bandagen. Was wird unser nächstes Bauprojekt? Wie gesagt, die Werkstatt. Letzten Endes müssen wir abwarten, was der neue Tag bringt. Ja, das war jetzt tatsächlich ein einziger Tag. Das war auch so im Groben, wie das Spiel abläuft. Ich spiele jetzt nochmal einen weiteren, damit ihr auch Ereignisse sehen könnt und so. Es geht also weiter mit dem nächsten Morgen. Und das heißt, wir ziehen ein Ereignis. Und das Ereignis sagt, oh, Scharfschützen, legt diese Karte auf das Feld gefundene Sachen. Dort liegende Karten werden aus dem Spiel entfernt. Zu Beginn der Plünderphase müsst ihr für jeden plündernden Charakter den roten Kampfwürfel werfen, um zu bestimmen, ob er getroffen wurde und wie viele Verletzungen er erleidet. Jeder Charakter darf seine Stärke verwenden, um den Wurf zu wiederholen. Sobald ein Charakter getroffen wurde, wird diese Karte sofort aus dem Spiel entfernt. Oh, wow, 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 wow. Und es gibt einen Kältemarker. Die Kälte sammelt sich auf dem Feld so nach und nach an und wird mir dann zum Verhängnis werden. Jetzt muss ich also so schnell wie möglich das Haus dicht kriegen und dann eventuell heizen. So. Ja, es geht weiter mit den Tagesaktionen. Da haben wir wiederum nur 2. Hunger ist jetzt zwar nicht das Problem, aber Erschöpfung und in einem Fall sogar Verletzung. Ja, jetzt Tagesaktionen heißt bauen. Bauen, bauen, bauen. Ich habe endlich Sachen und will eine Werkstätte bauen. Das ist erstmal ganz wichtig. Ein Bett ist natürlich auch wichtig, aber die Werkstätte ist wichtig. Das heißt, das ist das Feld hier, eine neue Konstruktion bauen. Man muss übrigens nicht das irgendwie freigeschaltet haben dahin, sondern das ist einfach nur hier und da, weil hier die Stapel liegen. Das kann man irgendwo auf den Feldern machen. So, wo baue ich die Werkstätte hin? Hier wird meine Werkstätte hingebaut. Oder baue ich sie mal dahin. So, das heißt, ich brauche ein mechanisches Teil. Ich brauche 3 Holz. Das heißt, ich muss hier 5 draus machen. 3 gehen hier hin. 2 ins Lager. Und ich brauche auch 5 Bestandteile.
Das kann ich ja hier den Fünfer-Marker nehmen, dann sind das eben genau diese fünf Bestandteile. Jetzt müssen wir entscheiden, wer das macht. Ist eigentlich egal. So, einer durchforstet das Mobiliar. Ja, und was macht hier dann mein Boris, der große Held? Beziehungsweise der Koch könnte ja sogar versuchen, Gemüse zu erzeugen, ne? Aber eventuell baue ich mir lieber ein Bett. Oder ich guck mal, vielleicht sogar einen Wasserfilter baue. Das könnte ich nämlich auch. Na, ich habe einen Filter gefunden. Mechanisches Teil habe ich auch noch eins. Fünf Bestandteile, zwei Holz. Später. Erstmal, es war eine nette Sache, aber erstmal denke ich mal, ist das Bett wichtiger, dass man sich auch mal ausruhen kann. Denn irgendwann wird die Erschöpfung natürlich übel steigen und dann bremst mich das sehr aus. Das heißt, drei Bestandteile, vier Holz. So, und dann baue ich hier einfach das Bett hier hin. Vier Holz, drei Bestandteile. Holz und Beschläge und ein Bett. So. Ja, das war sozusagen die erste Aktion von den ganzen hier. Das heißt, dann geht das mechanische Teil weg, Holz und die fünf Bestandteile weg. Und damit habe ich dann eine Werkstatt. Die, oder Werkstätte. So, da habe ich jetzt folgende Optionen. Ich kann mit Brettern vernageln. Ein Bestandteil und vier Holz. Legt einen Brettermarker auf ein Loch im Unterschlupf. Dann Teile herstellen. Pro zwei Bestandteile kann ich ein mechanisches Teil oder ein elektrisches Teil bauen. Ein Filter kann ich herstellen für ein Bestandteil. Oder aber ich könnte eine Gitarre reparieren. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Ganz wichtig ist es aber eben für diese Brettergeschichte. Mit Brettern vernageln. So, dann wird hier auch ein Bett gebaut, dass wir uns ordentlich ausruhen können. Viele Ressourcen gekostet. Ja, ein Bett erlaubt einfach nur die Aktion Ausruhen. Da kann man dann eben die Müdigkeit um zwei senken. Wenn man das in der Nacht nutzt, also das ist dann, wenn man eine Aktion macht, dann ist das um zwei in der Nacht. Wenn man sich da komplett ausruht, dann geht die sogar auf null. So, und Mobiliar ist natürlich besser als Fundstätte. Da finden wir ein Medikament, ein Kraut, ein mechanisches Teil, zwei Wasser und ein Holz. So, das ganze Zeug kommt hier rein. Und dann ist die Karte auch abgehandelt. Okay. Ja, das war die erste Aktion. Hat sich ja schon gelohnt. Es läuft besser als gedacht. Ja. Ja, was die zweite Aktion angeht, da muss man auf jeden Fall... Die muss gleich mit rausgehen, weil die zum Krankenhaus will. Aber die wird dann vielleicht sogar komplett erschossen. Mit, ich könnte natürlich auch mit meinem ganzen Zeug zum Krankenhaus in der Hoffnung, da irgendwas einzutauschen, um die zu heilen. Egal, ich schicke sie gleich raus. Dann zack, zack, zack. Die wird auf jeden Fall, damit sie sich nochmal nützlich machen kann, hier jetzt... bauen. Das heißt, ein Bestandteil und vier Holz. Das sind hier fünf weggenommen. Heißt, vier Holz hin. Eins kommt noch hier zurück. Macht ihr ein Loch zu. Das ist das A und O bei diesem Spiel. Wenn man das nicht macht, hat man so gut wie verloren. Löcher
schließen hilft nicht nur gegen Kälte, sondern auch bei nächtlichen Überfällen. Und da kann man gar nicht drauf verzichten. Das geht eigentlich nicht. So, jetzt was machen die anderen? Jetzt ist mein Zeug, also mein Kram, also Holz und Bestandteile, ist mal wieder gesunken. Ich könnte also wieder stöbern gehen. Also die Frage, lohnt sich schon, einen ins Bett zu schicken? Warum nicht, ne? Ja, dann sagen wir doch mal, machen wir das so. Nee, komm. Der ruht sich aus und der, oder soll er das Risiko eingehen und mal gucken, ob er Essen ran schafft. Das ist der Hunger ja gleich wieder das große Problem. Aber es ist immer so ein Glücksspiel, ne? Deswegen lasse ich das mal lieber. Der versucht dann hier Kram und Zeug zu kriegen, dass wir gleich hier jetzt Regenwassersammelbecken bauen können. Ja, das war es dann soweit. Also hier wird für ein Bestandteil und vier Holz, was dicht genagelt, ein Brettermarker kommt auf ein Loch. Das wäre dann also schon mal dicht. So, dann darf der sich ausruhen. Das heißt, die Müdigkeit sinkt um 2 oder Erschöpfung. Wird gleich eh wieder steigen, aber dann hält die sich eben niedrig und der kramt darum. Hey, er hat eine 10 gewürfelt. Das heißt, er kriegt 4 Sachen. Was brauchen wir denn? 2 Holz brauchen wir nur, aber 5 Bestandteile. Das heißt, ein Holz. Obwohl es natürlich wichtig, gleich in der nächsten Runde möglichst viele Sachen dichtnageln zu können, ne? Komm, zur Not schleppen wir noch irgendwas von draußen rein. Es gibt also einfach nur 4 Holz, die er da unten aus den Tiefen des Gellers rausholt. So. Ja, und die dritte Aktion wäre jetzt nämlich dran und tatsächlich hat er die jetzt. Der hat ja seine Müdigkeit sozusagen mit der zweiten Aktion dann ausgebaut. Und kann jetzt sogar nochmal hier hingehen, 4 Holz abgeben und einen Bestandteil und nochmal ein Loch dicht machen. Ne? Dann habe ich schon mal ja fast alles abgedichtet. Zack, zack. Nochmal ein Loch mit Brettern dicht gemacht und dann war es das auch. Den Tagesaktionen. Ja, der Sonnenuntergang kommt jetzt. Jeder sollte ein Wasser trinken. Ja, macht auch jeder. Da sollte man jetzt nicht drauf warten. Geht weg. Hunger plagt die Charaktere. Einer darf essen, die anderen hungern weiter. Ja, dann sage ich mal, dass unser starker Boris hier das Gemüse verzehren darf. Die Hunger 2. Ja, was eh dazu führt, dass die jetzt, also die verlieren ja keine Aktion dadurch. Ne? Sollten aber langsam was essen, sonst wird das echt ungemütlich. Ja. Die Charaktere können jetzt im Bett schlafen. Das ist noch nicht angebracht. Das heißt, die sollten jetzt rausgehen, aber dann müssen die echt gucken, dass die hier nicht getroffen werden. Ja, es ist mit den Scharfschützen, das ist mir echt zu unsicher da. Ich meine, es ist zwar auch nur eine geringe Chance, dass die jetzt direkt mit 3 getroffen wird, aber wenn, ist die natürlich direkt weg vom Fenster. Ja, ja komm, es hilft ja alles nichts. Der geht raus, sie geht raus, er steht Wache. Das heißt, der kriegt wieder eine Erschöpfung von 1 und die anderen kriegen eine Erschöpfung von 2. Das sind dann auch schon mal
hätten gleich zwei Aktionen, die dadurch wegfallen. Das ist natürlich übel, aber ist natürlich anstrengend, immer wach zu bleiben. Ja. Gut. So, jetzt muss ich mal gucken, wann kommt denn das? Zu Beginn der Plünderphase. Dann würfeln wir jetzt erstmal hier für Boris den entsprechenden Würfel. So, dieses Schrotzeug da ist nix. Das heißt, der wurde nicht getroffen. Und hier Quetter. Tja, diese verdammt geringe Chance, ja. So kann's gehen, ne? So kann's gehen. Die kriegt jetzt 3 Schaden. Auf dem Weg zum Krankenhaus umgenietet. Ja. Verletzung eben. Geht auf 4. Und damit ist sie aus dem Spiel. Dabei wollte ich sie doch retten. Also 285 ist das hier im Büchlein. So, Quitter. 252. Hätte Quetta das Ende des Krieges erlebt, wäre es ihr schwer gefallen, die Fragen ihrer Schüler zu beantworten. Versucht hätte sie es trotzdem. Nicht, dass es jetzt noch von Bedeutung wäre. Die Kinder wären ihre eigenen Antworten finden müssen. Entfernt diesen Charakter aus dem Spiel. Ich bin ein bisschen traurig. Ich wollte sie doch retten. Ich wollte doch zum Krankenhaus mit ihr. Ja, okay. Jetzt kann ich mich aber immer noch entscheiden, was für Zeug ich mitnehme, wenn ich jetzt zum Krankenhaus will. Beziehungsweise will ich jetzt überhaupt noch zum Krankenhaus? Da kann man handeln und man kann heilen. Und es ist ein Kellereingang, verschlossene Tür und ein Gitter. Also für die verschlossene Tür kann er den Dietrich mitnehmen, ist ja eh nix. Ja, ich werde dort nicht handeln oder so. Ich werde einfach hingehen und gucken, was ich da plündern kann, was das Zeug hält. So, also. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Karten. Los geht's. Okay, ihr könnt diese Karte ignorieren oder das Mobiliar durchsuchen. Legt 2 Erkundungskarten zurück oder erhöht den Lärm um 1 und legt eine Lärmprobe ab, um eine Karte vom Fundsachenstapel zu ziehen und abzuhandeln. Fundstelle Mobiliar. Ich durchsuche das Mobiliar. 2 Erkundungskarten lege ich zurück. Ich habe ja noch genug. Fundsache Mobiliar. Ein Kraut, ein Waffenteil, ein mechanisches Teil und einmal Gewürfle. Wo ist das Kraut? So, da habe ich also Kraut, mechanisches Teil, Waffenteil und einmal Würfeln hier. Eine 7. Eine 7 bedeutet dort Kräutermedizin.
kleine Schwester der Medikamente. Okay, nächste Karte. Treppe nach oben, einen anderen Weg suchen. Legt zwei Erkundungskarten zurück oder die Treppe nehmen, erhöht den Lärm um 2 und legt eine Lärmprobe ab. Ich nehme mal lieber hier zwei Erkundungskarten weg. So. Dann wird auch die nächste gezogen. Da ist jemand, erhöht den Lärm um 3. Na super. Nächste Karte. Plankarte. Überprüft, ob auf der aktuellen Ortskarte das Stichwort freie Fläche steht. Wenn ja, müsst ihr diese Karte sofort abhandeln. Andernfalls legt ihr diese Karte ab und zieht eine neue vom Erkundungsstapel. Freie Fläche ist da nicht, ne? Nein. Das heißt, andernfalls legt ihr diese Karte ab und zieht eine neue vom Erkundungsstapel. Ja. Wir ziehen sie hier. Plankarte, klemmende Tür. Es gibt nur eine verschlossene Tür. So, ne, andernfalls legt diese Karte ab und zieht eine neue vom Erkundungsstapel. Pech gehabt, legt eine Lärmprobe ab. Jawohl. Komm, jetzt noch eine nette Begegnung, dass der auch noch das Zeitliche segnet. 5, knapp verpasst. Okay, weiter geht's. Privat, ihr könnt den Kram durchsuchen. 2 Erkundungskarten zurück, erhöht den Lärm um 1 oder erhöht den Lärm um 1 und legt eine Lärmprobe ab. Wir erhöhen den Lärm um 1, ziehen eine Karte vom Fundsachenstapel und durchsuchen den Kram. Kram ist Munition und Chemikalie. Eine Munition, eine Chemikalie. Und einmal Gewürfle, was es noch so Tolles gibt da. Bei einer 9 gibt es Medikament. Ne, das sehe ich doch richtig hier. Ne? Ein Medikament, genau. Wie viele Karten sind denn noch da? 1, 2, 3... 5. Mann, eine zu wenig zum Handeln. Pech. Naja. Ja, komm. Weiter. Text. Ihr könnt diese Karte ignorieren oder das Mobiliar durchsuchen. 2 Erkundungskarten zurück. Oder erhöht den Lärm um 1, legt ein Lärm. Mobiliar. Ja doch, machen wir nochmal. 2 Erkundungskarten gehen zurück und wir durchsuchen das Mobiliar, ein Dietrich, ein Zucker, ein Medikament. Oh Mann. Zucker, ein Medikament. Oh, richtig wertvolles Zeug. Und 7 ist nochmal eine Kräutermedizin. Ja, das Krankenhaus lohnt sich hier irgendwie doch. Aber, naja, dann, ich glaube, ich habe was gesehen. Legt beliebig viele Erkundungskarten zurück und werft den schwarzen Würfel. Addiert die Anzahl der zurückgelegten Karten aufs Würfelergebnis bei 1 bis 5. Ja. Eine Karte legen wir zurück. War gar nicht im Bild, aber es ist eine 8. Ja, das heißt, es sind keine Karten mehr da. Die Suche endet automatisch und ich kann den ganzen Kram nach Hause schaffen. Der nächtliche Überfall kommt dann. Ja, inzwischen im Unterschlupf. Was kommt denn da? Hungerleidende! 4 beliebige Marker, grüne Marker zuerst und Verletzung 1. Anschließend wird die wieder zurückgemischt. So, bewaffnen hätte ich den ja nicht können. So, grüne Marker habe ich tatsächlich einen. Also, erst einmal, jedes Brett senkt die Zahl der Verletzungen bzw. des Schadens um 1. Ne? Das heißt, eine Verletzung wird reduziert und der Schaden geht nur auf 3 runter. Und das heißt, die gehen erstmal hier an den Schnaps.
Der ist weg und dann klauen die noch zwei andere Sachen. Dann würde ich mal sagen, die klauen mir eine Chemikalie und ein Kraut. Ja, und dann wird das hier wieder zurückgemischt. Die Hunger leider. Gut. Ja, dann hätten wir das gemacht. Der Ausbruch von Kriminalität. Jetzt muss ich das 1-1 machen. Ja. Beziehungsweise muss ich da schon 1-1? Doch, muss ich 1-1 machen. Ja. Wenn ich das nämlich nicht so mache, wird hinterher die letzte Karte oben auf den Stapel draufgelegt. Da der dann nicht mehr gemischt wird, kommt die dann auch auf jeden Fall. So habe ich dann immer noch eine Chance, dass das nichts gibt. Also. Jetzt müssen tatsächlich nächtliche Überfälle immer reingemischt werden. So. Ja. Sorry. Haha. Ich glaube, ich hätte hier noch ein bisschen was auffüllen können. Ich muss das mal kurz checken. Denn das ganze Zeug, was ich hier habe, wiegt im Prinzip ja gar nichts. So. Sorry, ich hole das jetzt einfach nach. Denn ich habe 1, 2, 3 nur. Ich kann also 3 Sachen mitnehmen. 3 Wasser habe ich, das sollte erstmal reichen. Der holt einfach 3 Holz rein. Oder, stopp, nein. Mal ein Charakter kann er, ja geil. Der holt 3 Holz rein. So. Insofern ist das jetzt ein bisschen ja, aus der Form, weil ich ja jetzt sozusagen erstmal gucken konnte, was geklaut wurde, aber da er eh jetzt nichts von den Bestandteilen oder Ressourcen wegkam, ist das ja egal. Ja. Gut, der Plündertrupp kehrt also zurück mit der traurigen Nachricht, dass sie es nicht geschafft hat. So, die Frage, lügt er? Erzählt er die Wahrheit? Ist sie in Verletzungen erlegen? Da wurde sie einfach brutal auf der Straße niedergeschossen. Einfach so. Sie hat doch niemandem was getan. Sie war für die Kinder da. Ja. Es wird eine Schicksalskarte gezogen. Bei allen Charakteren mit Verletzungen, denen keine Bandagen zugeteilt wurden, steigt die Verletzung um 1. Ja. Jetzt hätte es sie sowieso nicht erwischt, sie hätte nur eine Verletzung 2 gehabt. Bei allen Charakteren, denen Bandagen zugeteilt wurden, sinkt die Verletzung um 1, legt alle Bandagen von den Charakteren ab. Falls das Ergebnis von Kältemarkern minus Brettermarkern 3 oder mehr ist, steigt die Krankheit von 3 Charakteren eurer Wahl um 1. Der nächstgelegene Ort wird ausgetauscht. Na toll, das ist tatsächlich das Krankenhaus, das jetzt weg ist. Die rutschen dafür runter und es kommt der zerstörte Wohnblock ins Spiel. Alle Abwartenmarker werden abgehandelt. Und anschließend abgelegt, gibt es nicht. Persönlichkeit B aller Charaktere wird abgehandelt. Was war denn das jetzt hier? Ah. Abhängigkeit. Eine Zigarette aus dem Lager ablegen, sonst steigt die Traurigkeit um 1. Verliere ich gleich meinen nächsten. Und falls der Hunger auf Stufe 2 oder 3 ist, steigt die Traurigkeit um 1. Ist er auch eher selbst traurig. Und anschließend wird die Karte in den Stapel zurückgemischt. So.
Dann können wir noch zwei Erzählaktionskarten ziehen. Erfinderisch spielt diese Karte beim Bauen einer Konstruktion, um einen beliebigen Marker-Ressourcentypen zu ignorieren. Und Wachsamkeit spielt diese Karte während der nächtlichen Überfallphase, reduziert den Schaden oder die Verletzung einer Karte für nächtliche Überfälle um 4 Ressourcen bzw. Verletzungsstufen. Trotzdem muss mindestens ein Charakter Wache stehen. Dann will ich mal erfinderisch nehmen und die wieder zurückmischen. Das heißt wirklich einen kompletten Typ Ressourcen ignorieren. Marker ging auch, ne? Marker oder Ressourcentypen zu ignorieren. Das heißt, wenn das jetzt das Regenwassersammelbecken 5 Bestandteile kostet, dann kann ich die komplett ignorieren und dann das nur für einen Filter, ein mechanisches Teil und 2 Holz bauen. Ja, jetzt kommt aber wirklich die harte Sache. Die Trauer, der Tod wandelt unter uns. Wir müssen also schauen. Ja, der Koch ist, glaube ich, da relativ immun gegen, aber er hier hat eine Empathie von 5. So, aber eine 8 wurde gewürfelt, gut. Die sind also beide damit zurechtgekommen, dass ein Charakter erschossen wurde. Ansonsten würde nämlich die Traurigkeit jedes Charakters um 2 nochmal ansteigen. Und mit Traurigkeit 3 sind die dann auch kurz davor, alles hinzuschmeißen. Dann hätte ich auch aufgeben können. Ja, das war der zweite Tag und ich habe eine ganze Menge Kram angesammelt. Ja, dennoch schweren Herzens war es das für heute. Ich werde also diesen Spielstand jetzt sichern und dann bei einem geeigneten Zeitpunkt weiterspielen. Ja. Muss ich erstmal verdauen, dass ich jetzt hier einen geliebten Charakter verloren habe. So, den Spielstand trage ich jetzt hier auf so einem extra Zettel ein, der da auch beigelegt wurde, wo die ganzen Karten sind. Und dann war es das auch erstmal. Ja, das waren also die ersten 2 Tage und schon ist ein Todesfall zu beklagen. So kann es gehen. Ein falscher Würfelwurf und das war's. Das war jetzt natürlich ein Risiko, das ich bewusst eingegangen bin. Ich wollte die unbedingt retten, aber habe es nicht geschafft. Ja, und manchmal ist es eben so. Ne? Man will jemanden unbedingt retten und dennoch Ende. Ja, das war's erstmal für heute. Es wird auf jeden Fall fortgesetzt, wie schon gesagt. Wann kann ich noch nicht sagen. Wahrscheinlich wird dann erstmal nächsten Sonntag was anderes kommen. Na, gucken wir mal, wann ich es schaffe, da weiterzumachen. Auf jeden Fall wird noch eine Rezension zu dem Spiel kommen. Das auf jeden Fall und das auch möglichst zeitnah, nämlich dann nächsten Mittwoch. Ja, dann war es das für heute. Mit einem kleinen Wermutstropfen, eine Träne im Augenwinkel verabschiede ich mich, wünsche euch dennoch viel Spaß beim Spiel, sage Danke an alle, die den Kanal unterstützen. Ja, und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.